Hallo, ja, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, ich bin Alex vom YouTube-Kanal Warum Linux besser ist. Heute läuft es wieder in allen Medien hoch und runter, in allen Fernsehprogrammen, in sämtlichen Nachrichten kommt's. Großer Hackerangriff auf die Bundesregierung, großer Hackerangriff auf alle Parteien, auf alle Politiker. Persönliche Daten von allen Politikern wurden veröffentlicht. Chatverläufe, Tweets, E-Mails, alles wurde veröffentlicht. Wie kommt's? Mich wundert es nicht, dass es so weit kommen muss, denn die meisten der Leute, die meisten der Politiker verwenden einfach Windows. Windows ist per Default vom Grundsatz her ein extrem anfälliges, ein extrem unsicheres Betriebssystem. Wenn ich dann sage, verwende doch Linux, GNU-Linux auf dem Desktop. Ich rede jetzt nicht von Android-Linux oder sonstigen Linux-Dingen, sondern GNU-Linux auf dem Desktop. Dann sagen alle, ja, nee, das ist ja auch nicht sicher. Da kann ja auch ein Hackerangriff passieren. Da kann man auch Daten ausspionieren. Da könnte man auch ein Virus programmieren. Natürlich kann man das. Kein System ist 100% sicher. Das gibt es nicht. 100% Sicherheit gibt es nicht. Aber ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Sicherheitsgurt im Auto. Ein Sicherheitsgurt schützt niemand davor, 100% bei einem Autounfall unbeschadet durchzukommen. Ein Sicherheitsgurt schützt niemand davor, dass man bei einem Autounfall nicht stirbt. Täglich sterben Leute trotz angelegtem Sicherheitsgurt bei einem Autounfall. Und trotz, dass es kein hundertprozentiger Schutz ist, schnallen sich trotzdem die meisten Leute täglich und bei jeder Fahrt an. Aber es ist kein hundertprozentiger Schutz. Und genauso ist es bei Linux, bei GNU/Linux auf dem Desktop auch. Es ist kein hundertprozentiger Schutz, aber die Sicherheit ist um ein Vielfaches höher. Das Risiko, einen Hackangriff zu haben, ist um ein Vielfaches geringer. Ich hatte die letzten 20, 25 Jahre, seit ich Linux auf dem Desktop benutze, noch nie einen Hackerangriff. Ich hatte noch nie einen Virenangriff, noch nichts. Das läuft einfach ohne Probleme. Weil einfach ein GNU-Linux-Betriebssystem schon von Grundsatz her wesentlich sicherer aufgebaut ist als jede erdenkliche Windows-Version. Das einzige Gute an Windows ist, dass einige Leute richtig viel Geld damit verdienen. Und deswegen sagen sie, ja, dann verwende doch Windows, das ist besser, weil sie damit Geld verdienen. Die ganzen Softwareberater, die ganzen Softwarefirmen, die verdienen richtig fett Kohle, indem sie Windows-Lizenzen verkaufen, indem sie Windows-Beratungen verkaufen. Und deswegen ist für die Windows natürlich das Nonplusultra gute Betriebssystem. Aber im Grundsatz ist Windows ein echt mieses Betriebssystem mit Sicherheitslücken ohne Ende. Man sieht es doch nun schon wieder mit dem Hackerangriff auf die Bundesregierung. Und das wird sich jetzt wieder weiter so entwickeln, dann werden manche sagen, ja, mit Linux hätte das genauso passieren können. Hätte es natürlich schon, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist um ein Vielfaches geringer. Und da bin ich wieder beim Vergleich zum Sicherheitsgurt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt, ist einfach um ein Vielfaches geringer, bei angelegtem Sicherheitsgurt. Die Wahrscheinlichkeit für einen Hackerangriff ist einfach ein Vielfaches geringer, wenn man eine Linux-Distribution auf dem Desktop verwendet. Ja, soweit nun mein Statement, mein Kommentar zu diesem neuen Hackerangriff. Ihr seid einfach selbst schuld, wenn ihr ständig weiterhin Windows verwenden wollt, wenn ihr euch nicht umstellen wollt, wenn ihr einfach immer nur die Windows-Schiene fahren wollt, weil ihr es einfach schon gewohnt seid. Ihr wollt nicht umdenken, ihr wollt nichts anderes machen, nichts Neues haben. Immer nur Windows, das war schon immer so, das ist so und das bleibt gefälligst auch so, ne? Nach dem Motto, ja, nichts Neues ausprobieren, ja, nichts umstellen, könnte ja besser sein. Oh, das wäre schlimm, schlimm, schlimm. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr das Video mögt, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr es nicht mögt, gebt mir einen Daumen nach unten. Und gebt mir doch eure Kommentare unten in die Kommentarfunktion unter dem YouTube-Video. Würde mich wirklich brennend interessieren, was ihr dazu denkt. Und bitte keine Beleidigungen. Ich habe hier auch niemanden im Video beleidigt. Okay, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.